Und in Berlin begrüße ich jetzt die Leiterin der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post, Kerstin Münstermann. Frau Münstermann, wir haben eben den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gehört. Er gibt wieder den Corona-Hardliner. Bayern geht einen Sonderweg. Ausgangssperre ab 21 Uhr, ab Mittwoch, auch an Silvester. Will er sich damit noch mal beweisen, dass er Kanzler kann? Oder was steckt dahinter? Oder sind diese Maßnahmen eigentlich tatsächlich faktengeleitet wegen der hohen Corona-Zahlen in Bayern? Hallo aus Berlin. Also ich glaube, Sie sind da ganz richtig. Markus Söder nutzt die Bühne, die ihm Corona bietet, ohne dass er das je wollte. Also man kann keinem unterstellen, dass er diese Pandemie irgendwie wollte, um politisch zu scheinen oder zu glänzen. Aber er nutzt das. Er hat eine nationale Bühne, er sitzt neben der Kanzlerin und er schafft es mit markigen Worten, diese Krise zu seiner Krise zu machen. Allerdings glaube ich, dass er ein bisschen überzieht, denn es ist immer die maximale Katastrophe. Wenn man ihn vor 6 Wochen gehört hat, war da auch schon alles schlimm. Tatsächlich hat er in Bayern mit das größte Infektionsgeschehen. Und was hat er getan? Wenig, zumindest weniger als Merkel wollte. Und jetzt ist es wieder 5 vor 12, das Virus ist außer Kontrolle geraten. Ja, und jetzt scheint es so zu sein. Aber eigentlich hat er überzogen in den vergangenen Wochen. Wir überlegen ja auch immer noch gemeinsam, wer eigentlich nächstes Jahr die Union in den Bundestagswahlkampf führen wird. Markus Söder läuft sich ja eigentlich schon seit längerem warm, obwohl er immer wieder betont, sein Platz ist in Bayern. Von den anderen Kandidaten hört man momentan ganz, ganz wenig. Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet ist ja relativ selten momentan noch zu hören. Ist das möglicherweise das Rennen um die Kanzlerkandidatur schon gelaufen, obwohl es noch nicht mal einen Vorsitzenden der CDU gibt? Nun gut, den Vorsitzenden wollen Sie ja jetzt irgendwann bestimmen, die CDU im Januar, wie auch immer, auf Ihrem Parteitag. Heute soll eine Entscheidung fallen, ob man das digital macht oder doch hybrid. Also das bedeutet, dass doch ein paar Leute zusammenkommen, um ihre Stimme in eine Urne zu werfen, was ich bezweifle, denn das Infektionsgeschehen ist einfach zu hoch für solche Veranstaltungen. Aber Sie haben nach der Kanzlerkandidatur gefragt. Ich glaube, dass Söder da eine größere Rolle spielen wird, als wir jetzt so allgemein annehmen. Er sagt immer, sein Platz sei in Bayern. Aber das stimmt ja auch. Er bleibt da ja auch wohnen. Ich glaube, dass er schon merkt, dass er trotz dieser etwas überzogenen, markigen Sprüche das Vertrauen der Bevölkerung genießt. Und er ist präsent und er tut irgendwas. Er handelt. Ich habe das Gefühl, Armin Laschet läuft da immer ein bisschen hinterher. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist eher ein Mann der leiseren Töne, aber zurzeit dringt er damit nicht so durch. Deswegen ja, ich glaube, Markus Söder ist im Rennen um die Unionskanzlerkandidatur der Favorit. Schauen wir noch mal ein bisschen aufs Wochenende zurück. Da hat der CDU-Arbeitnehmerflügel sich für Armin Laschet ausgesprochen als CDU-Vorsitzender. Das kam vielleicht nicht ganz unerwartet. Dennoch die Frage, ist das möglicherweise eine Vorentscheidung? Nein, das glaube ich nicht. Am Ende kommt es auf die 1001 Delegierten beim Parteitag an. Und was stimmt ist, dass NRW, der Landesverband NRW, ist der stärkste Landesverband der CDU und da muss man Stimmen holen. Dieser Landesverband hat Armin Laschet nominiert, aber auch Friedrich Merz und Norbert Röttgen kommen aus diesem Landesverband. Und deswegen wird es ein sehr knappes Rennen. Ich glaube auch mittlerweile, dass Norbert Röttgen viel, viel mehr Stimmen auf seine Seite hat, als man das jetzt so allgemein wahrnimmt. Ich glaube, er ist der, der am Ende das Zünglein an der Waage sein könnte. Und dass der Arbeitnehmerflügel für Armin Laschet stimmt, nun, er war mal Vorsitzender dieses Arbeitnehmerflügels und hat da vor allem seine große Basis. Das ist, finde ich, in dem Fall nicht besonders überraschend. Nun gibt es ja noch eine CDU-Vorsitzende, Kramp-Karrenbauer. Die hat vor 2 Wochen in einem Interview gesagt, es sei ein ruinöser Wettbewerb um den Parteivorsitz. Wie sehen Sie das? Ist das eigentlich ein gutes, ein positives Rennen, was da stattfindet? Verschiedene Strömungen innerhalb der Partei stellen sich zur Wahl oder ist es tatsächlich für die Union am Ende ein Fiasko? Grundsätzlich ist ein Wettbewerb in der Demokratie natürlich toll. Also warum nicht? Warum nicht drei gleich gute Leute haben, die miteinander ringen und am Ende geht einer als Sieger hervor. Das Problem ist, dass die Gräben in der CDU ganz tief sind und das wird in diesen Personen auch abgebildet, die sich zur Wahl stellen. Friedrich Merz war schon mit Annegret Kramp-Karrenbauer im Wettbewerb einer, der gesagt hat, ich will doch versöhnen und ich will doch die Partei zusammenbringen. Und am Ende wurde sie gewählt und irgendwie blieb er doch immer in ihrem Schatten und
hat es nicht geschafft, die Partei zu vereinen, seine Anhänger hinter Kramp-Karrenbauer zu bringen. Und ich glaube, für die CDU stellt sich wirklich die Frage nicht, wer gewinnt, sondern was ist am Tag danach mit denen, die verlieren. Und wenn die diesmal nicht sagen, Leute, ich bin unterlegen, aber wir kämpfen jetzt alle für ein Ziel, nämlich diese Wahl zu gewinnen im nächsten Herbst, dann gibt es möglicherweise auch einen anderen Bundeskanzler in diesem Land und die Union hat nicht mehr automatisch das Kanzleramt. Dankeschön, Kerstin Münstermann von der Rheinischen Post, für diese Hintergrundinformationen. Vielen Dank nach Berlin. Sehr gerne.